So, ich möchte mich jetzt der Frage widmen, was ist denn ein Thesaurus und was bringt er mir? Zunächst mal, wenn man einen längeren Text schreiben muss, kann es passieren, dass man vielleicht immer wieder den gleichen Begriff verwendet. Und wenn man da, wenn einem das selber auffällt, sollte man halt überlegen, ob man nicht vielleicht mal irgendwie andere Begriffe verwendet. Ich nehme einfach mal hier zwei Begriffe: bekommen, bearbeiten. Was könnte man noch schreiben? Jetzt kann man natürlich von sich aus überlegen, aber wenn man keinen guten Begriff findet, beziehungsweise mit den Alternativen, die man findet, nicht zufrieden ist, kann man sich helfen lassen. Also zum einen gibt es innerhalb der Textverarbeitung eine Möglichkeit. Und zwar haben wir das hier unter Sprache. Und zwar Thesaurus. Ja, jetzt habe ich hier das Wort bekommen gehabt und kriege dann als Alternativen verschiedene Möglichkeiten angezeigt. Zum Beispiel absahnen, aneignen, beziehen und so weiter. Dazu muss man sagen, dass der Thesaurus bei einigen Programmen oder bei einigen Writer-Installationen nicht immer angestellt ist oder installiert ist. Teilweise muss er erst als eine Extension, als eine Erweiterung, als ein Add-on noch zusätzlich installiert werden. In diesem Fall bekomme ich aber eben hier verschiedene Alternativen vorgeschlagen und kann mir dann überlegen, will ich eine von denen nutzen oder eben vielleicht auch nicht. Gehen wir gerade mal hier drauf, das Wort verarbeiten unter Sprache. Thesaurus hat er jetzt keine Alternative gefunden. Das heißt, der Thesaurus hier kennt kein Ersatzwort. Wenn man mit den Ergebnissen, die hier in der Textverarbeitung einem geliefert werden, nicht zufrieden ist, kann man aber noch was anderes nutzen. Und zwar gibt es da im Internet einen sogenannten Open. Und dieser Open Thesaurus ist so eine Art Wikipedia, an der also jeder mitarbeiten kann. Und da haben dann also viele Benutzer über mehrere Jahre hinweg ein Wörterbuch für Synonyme geschaffen. Und das ist eben ein Thesaurus. Und wenn ich jetzt Ersatzwörter für mein Verarbeiten suche, gebe ich den Begriff hier einfach ein. Und ich bekomme dann eine Liste von möglichen Synonymen. Wobei, hier sieht man, hier sind ja größere Abstände. Da sind also quasi oder ist quasi der Begriff Verarbeiten in verschiedenen Zusammenhängen halt aufgeführt. Und ich kann mir dann irgendetwas raussuchen, was halt mir am besten passt. Wenn mir das nicht so richtig passt, wenn ich zum Beispiel überhaupt nach einem Wort suche, mit dem ich etwas formulieren kann, kann ich hier auch weitergehen und sagen, okay, ja, das ist etwas in dieser Richtung, Thema begreifen. Dann drücke ich hier drauf und kriege dann gerade noch weitere Möglichkeiten angezeigt. Ja, hier wird sogar auf Wiktionary oder ein Wikipedia-Link weiterverwiesen. So kann mich also im Prinzip, wenn mir ein Wort fehlt, wenn ich am Überlegen bin, wie ich das besser formulieren kann, mich quasi auch so ein bisschen durchklicken, um dann vielleicht den absolut passenden Begriff dann zu finden. So, und mit diesem Thesaurus, entweder dem eingebauten im Writer oder hier zum Beispiel dieser Seite oben Thesaurus, bekomme ich also Vorschläge, wie ich meinen Text vielleicht ein bisschen variieren kann.